So, das wird jetzt ein etwas längeres Projekt. Herzlich willkommen zurück zu KSP2, weil wir wollen nach Joule. Und bei Joule wollen wir mehrere Dinge machen. Und zwar wollen wir, lasst mich mal kurz gucken, hier, das Ding wollen wir machen. Wir wollen einen Sondenkern und eine Antenne in Joule-Orbit bringen. Das dürfte nicht ganz so schwer sein. Etwas schwieriger dürfte sein, dann, was haben wir da noch? Moment, ich gucke gerade, wo war es denn? Lande mit dem Raumfahrzeug auf aktuellem Wasser. Ne, das war Luna, das wollen wir auch nicht. Tritt Eves. Warum kriegt er so viel Kohle für eine Eve-Einflussfähre? Ehrlich gesagt, schieße ich da eine Sonde hin und dann war es das oder wie? Würde ich fast sagen. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte hier Atmosphärenuntersuchung bei Joule durchführen. Dafür brauche ich natürlich eine Sonde. Das mache ich nicht mit dem Raumfahrzeug. Da schieße ich eine Sonde rein und die macht dann eine Untersuchung. Aber dafür brauchen wir eine sehr, sehr ausgeklügelte Konstruktion, wie sie bei mir nun mal immer der Fall ist. Wir wollen also nach Joule. Dafür werden wir jetzt das erste Mal ein mehrstufiges Objekt bauen. Und zwar fangen wir an mit einem. Überlege gerade mit einem. Machen wir das so? Ja, mit einem Antriebssystem. Wir haben nur leider keine sinnvolle Sonde hier für das Antriebssystem. Macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Oder aber wir machen das zweistufig. Das können wir natürlich auch machen. Komm, wir machen das zweistufig. Wir nehmen das hier. Wir bauen mal. Ja, wir bauen mal richtig dick. Pfeift der Hund drauf. Wir bauen dick. Und zwar so. Das wird quasi die Antriebsstufe. Und die Antriebsstufe, die hat natürlich auch ein Crew-Modul. Und da kommt rein. Wo ist unser. Wo ist unser Docking-Port? Stelle mich gerade ein bisschen blöd an. Moment, wo ist es? Da. Ist ja ein großer. Wunderbar. Okay. So, wir haben also hier einen Docking-Port. Ist das sinnvoll, so wie ich es gebaut habe? Ja. Das ist der Docking-Port. Da kommt nachher das Schiff ran. Das ist das Antriebsmodul. Dieses Antriebsmodul besteht natürlich zum großen Teil aus. Lass mich überlegen. Also es wird noch kein Flagship, es wird so eine Art Flagship, aber noch nicht so wirklich. Besteht natürlich zum größten Teil aus diesen Dingern hier. Jetzt können wir die natürlich nicht. Ja, da brauchen wir mehrere von. Und zwar. Oh, das wird. Da weiß ich jetzt ja gleich schon, dass es ein richtiger Akt wird. Wo ist unsere Struktur? Vier, ne, wir brauchen hier, die da brauchen wir. Lass mal kurz gucken. Lass schauen. Na, nü, nü. So. Das sieht total plausibel aus. Und jetzt packen wir da Wasserstofftanks dran. Sieht das gut aus? Jo, ich würde sagen, das hat definitiv was. und weil einer nicht reicht. So. Das wird das Antriebssystem. Natürlich mit. Wo ist denn unser. Wo ist denn unser Atomtriebwerk? Da. So, was haben wir da jetzt? Jetzt hat mir irgendeiner gesagt, man könnte hier irgendwo einstellen, an irgendeinem Zahnrad. Hier vielleicht? Da? Ah, Himmelskörper. Wir wollen jetzt mal. Kann man die auch irgendwo immer im Weltall anwenden? Situation Vakuum, ja. Das sind doch nicht nur hier 2300 Delta V. Das ist so wenig, ne? Das kommt mir so wenig vor 2,6.
Wasser hier wegbrennt. Also als wäre das zu wenig. Naja, lassen wir mal so. Ändert ja auch nichts, wenn ich hier dran was rumwurschtle, ne? Nee, das ändert ja logischerweise auch nicht. Es geht ja nur ums Vakuum oder nicht Vakuum. Also er hat, lange Rede, kurzer Sinn, er hat 2,7 Delta V mit diesem Ding. Und dann lassen wir das mal so. 2,7 Delta V. Jetzt lass mal überlegen. Was braucht denn das Ding? Wollen wir das noch ein bisschen... Das ist eigentlich ein bisschen... Irgendwie ist das ein bisschen wenig. Warte mal, in der Mitte können wir auch noch Tanks machen, logischerweise. Hahaha. Moment, wartet mal. Wir nehmen das nochmal ab. So, jetzt packen wir mal einen in die Mitte. Nein, in die Mitte habe ich gesagt. In die Mitte habe ich gesagt. So, einer in die Mitte. Und jetzt kopieren. So, halt. So, Moment. So. So sieht das aus. Jetzt haben wir auch nicht viel mehr. 2,7 haben wir jetzt. Aber auf jeden Fall dürfte das mal ein Antriebssystem sein, oder? Damit können wir erstmal leben. Ja. So, damit wir jetzt noch ein bisschen was abwerfen können und vor allem, damit wir das Ding heil nach oben bekommen, bauen wir jetzt was drunter. Sieht natürlich ein bisschen derber aus. Ich würde es gerne etwas kompakter bauen. Andererseits schwierig zu sagen. Aha. Naja, bauen wir. Kompakt ist ja für Luschen. Warte mal, was ist denn eigentlich mit diesen Dingern hier? Die sind natürlich ein bisschen dicker, ne? Oh, gar nicht mal blöd. Wären die eine Nummer größer, dann könnten wir uns das... Okay, wir gehen nochmal zurück. So, so. Hast du super gemacht, Fleck. Hoppala, das wollte ich so nicht. So. So. Hast du super gemacht. So, warum nicht gleich so? Ich weiß es nicht. So, jetzt können wir uns das nämlich dieses Rumgemurschel ersparen. Und bauen mal so einen Vierer-Adapter da dran. Und setzen dann mal den... So, also so sieht die Sache besser aus, ne? Würde ich mal sagen. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir immer noch 2,6, aber das ist okay. So, jetzt können wir da nämlich wesentlich besser Stufen dran bauen. Und zwar bauen wir jetzt mal 4 dran. Wollen wir 4 dran bauen? 4 ist, glaube ich, gut, ja. Und dann bauen wir da noch Zusatztanks dran. Jo, 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 so machen wir das. Lass mal gucken, bauen wir die da dran? Sieht das gut aus? Das sieht gut aus. Wollen wir oben noch welche drauf tun? Ich glaube, ja. Ja, so machen wir das. Und jetzt kommen da unten drunter natürlich noch Atomtriebwerke dran. So. So wird ein Schuh draus. Und jetzt noch, also das wird hier eine reine Baufolge. Wer Baufolgen nicht mag, ich schneide euch ja schon viel raus, aber wer Baufolgen nicht mag, der muss jetzt damit leben, dass das hier definitiv eine wird. Hin und wieder muss das auch mal sein. Ich muss euch mal bei meinen Gedankengängen mal so ein bisschen mitnehmen. So, lass mal kurz gucken. Die brennen. Irgendwann fliegen die ab und die zünden aber alle gleichzeitig mit. So. So, lass mal kurz gucken. Jetzt hat das Ding 3000. Ist das richtig so? Das ist Körbenvakuum und das ist Körbenvakuum, ja. So, das heißt, das hier hat 400 Delta V, die zünden ja alle auf einmal und dann hat das nochmal... Das heißt, wir haben da 3000 irgendwas Delta V. Das ist schon mal ganz gut. Wollen wir das so lassen? Ja, ich denke mal. So, jetzt braucht das Ding natürlich noch allerlei Gedöns. Oder wollen wir große Tanks da dran bauen? Wollen wir da große Tanks dran bauen? Ey, komm, wir haben es doch. Wir haben es doch. Komm. Ich bin mir halt...
So. Komm, große Tanks hier. Pfeift der Hund drauf. Wir wollen ja Sprit haben. Wir wollen Sprit haben. Wir wollen nach Geronimo. So. Jetzt bauen wir aber nicht. Jetzt bauen wir nicht Vierer da dran, sondern nur Zweier. Was ist denn das eigentlich? Das sieht cool aus. Abgesehen davon, dass das wie ein politisches Symbol aussieht. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen dran drehen. So. Außerdem sieht es so viel besser aus, oder? Ist das so gut? Ja, so können wir das machen. Hätten wir das hier auch so machen? Komm, wir bauen auch ein bisschen fürs Auge. Pfeift der Hund drauf. So, ein bisschen fürs Auge bauen wir auch. So. Ja, dann sieht das auch ein bisschen abgerundeter aus. Und jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir... Zack. Zack. Na. Zack. So. Jawohl. Ja, so können wir das machen. Und jetzt setzen wir das noch drauf. Zack. So, nochmal gucken. Wir haben jetzt 4000 Delta V. Das ist doch mal eine Hausnummer. 4000 Delta V hat das Ding. Und damit kommen wir hoffentlich da an, wo wir hinwollen. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch Sachen dran bauen, damit wir die Kiste bewegen können. Nämlich sowas hier. Das ist zum Bewegen. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen. Unten drunter muss auch noch so ein Ding. So. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt was zum Bewegen. Jetzt brauchen wir Energie für die Kisten. Ich bin auch guter Dinge, dass wir das Ding ja noch nach oben gewuchtet kriegen. In dieser Folge, na, wobei bin ich mir nicht, gar nicht so sicher, dass wir das kriegen. Was nehmen wir denn als Solarzellen? Wir haben gar keine großen, ne? Wir haben so große haben wir gar nicht. Eigentlich hätte ich gerne, ja, aber wir haben nur die halt so mittelgroße. Egal, dann ist das so. Dann, vierfach, wie sieht das aus? Blockieren wir irgendwo was? Nein, wir haben Energie. Jetzt brauchen wir Solarzellen. Und jetzt ist die Frage, welche nehmen wir? Ja, ist immer schwierig. Vor allem, weil wir nur die kleinen haben. Sind die wieder eigentlich... Ach, warte mal, die sind gar nicht mal so blöd, glaube ich, ne? Zeig mal, wie die ausgeklappt aussehen. Pum. Naja. Hält sich in Grenzen, ne? Hält sich in Grenzen. Wir können natürlich... Ne, dann blockieren die sich gegenseitig. Können wir auch nicht machen. Dann muss das reichen. Dann muss das reichen. Hat natürlich trotzdem immer so das Problem, dass die halt nur bedingt gut ausgerichtet sind. Ne? Bauen wir hier auch welche dran. So, zeig mal, wie sieht das aus, wenn die ausgerichtet sind. Ja. Okay, so haben wir zumindest halbwegs immer eine sinnvolle Sonneneinstrahlung, glaube ich. Dass wir genug Solarzellen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind weit weg von der Sonne, wenn wir im Körpensystem rumgondeln. Also brauchen wir auch halbwegs sinnvolle Energie. So, jetzt haben wir schon nur noch 3,9 als Delta V. Und das wird natürlich dann so eine Hausnummer. Lass mal kurz gucken. Haben wir das so? Wir haben Energiezellen. Wir haben Strom, wir haben Lenkung. Brauchen wir RCS unbedingt? Na, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Fallschirme brauchen wir keine. Das Ding soll nicht in Wiedereintritt. Forschungsdinger brauchen wir auch nicht. Das Ding soll nirgendwo. Was wir brauchen, ist eine dicke, fette Antenne.
Und zwar das Dickste, was wir kriegen können. Bei Jewel, das war ja weit weg vom Schuss. Das ist alles, was wir haben. Okay, wir haben dieses Ding. Das ist okay. Hier. 86. Ich frage mich, warum das XS und das SM ist. Das ist mir komplett unklar, ja. Weil das Ding ist ja eigentlich eine große. Aber das ist, soll uns jetzt einfach mal... So, wir nehmen die mit 86 Giga... Giga-Dingsbums. Davon brauchen wir natürlich nur eine. Ne? Die flansche ich jetzt einfach mal hier so an die Seite dran. Es ist ja vollkommen egal, wo die sich befindet. So, wir haben eine Antenne. Wir haben Energie. Jetzt ist die Frage, brauchen wir RCS? Eigentlich ja. Eigentlich brauchen wir RCS, weil wir müssten uns damit ja ein bisschen bewegen können. Und zwar machen wir das wie folgt. Überlege gerade, ob wir da... Ne, wir bauen da keine. Brauchen wir nicht. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Fallschirme brauchen wir nicht. Energie haben wir. Hitzeschild brauchen wir nicht. Räder braucht das Ding nicht. Aerodynamik braucht das Ding nicht. Laderaum wäre cool, aber lassen wir erstmal. Da sind wir überall durch. So, okay, fangen wir mit RCS an. Ein bisschen RCS brauchen wir. Wir müssen das Ding ja bewegen können. Ich habe zwar vor RCS so ein bisschen Angst, weil RCS funktionierte in den vergangenen KSP-2-Varianten immer nicht so gut. Vor allem, wenn es ums Docken ging. Aber gucken wir mal. Also, wo zum Henker sind denn die RCS-Düsen? Nehmen wir doch die. So, das heißt, wir nehmen mal so eine Vierer-Geschichte. Ich überlege gerade. Ja, da sind natürlich jetzt die doofen Solarzellen im Weg. Kann man die hier dran mupfen? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Da sind jetzt die Solarzellen im Weg. Das ist richtig, relativ blöd. Man könnte sie auch daran mupfen und die Dings etwas runtersetzen, die Sonde. Könnte man auch machen. Also nicht die Sonde, die machen wir jetzt einfach mal. Die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Da ist er auch gut aufgehoben. So. So. Bisschen höher vielleicht noch. So. Dann haben wir dahin, dahin. Dann ist definitiv... Naja, hier haben wir ein bisschen... Hier blockiert die Sache ein wenig, ne? Ich hoffe, das geht so gut. So, RCS, das heißt, da unten setzen wir die Dinger auch dran. So, ich hoffe, das funktioniert trotzdem so. Jetzt gucken wir mal, wo ist der Schwerpunkt? Boah, wo ist der da unten? Wegen den Triebwerken, ne? Wegen den blöden, blöden Triebwerken. Okay, das ist natürlich so eine haarige Angelegenheit. Hier können wir es nicht weiter runter, können wir die Dinger nicht setzen, aber der Schwerpunkt ist nun mal da unten. Und deswegen ist das nun mal so, wie es ist. Mal gucken, ob sich das steuern lässt. Okay, es muss ja nur ein bisschen rudimentär steuerbar sein. Eigentlich müsste es schon richtig steuerbar sein. Egal, wir lassen es erstmal so. So, RCS, das heißt, wir brauchen natürlich noch RCS-Tanks, die sich dort befinden. Viel zu groß. Reicht erstmal, wenn wir das... Warum haben wir denn nur... Warum haben wir denn nicht diese Seitentanks? Was soll denn der Murks hier... Murks ist das. Murks. Okay. Ich kann doch nicht so ein Ding hier... Ja, ich kann schon. Ich kann schon. So ist nee. So. Hat jetzt natürlich den Vorteil, dass wir... So.
Und jetzt noch was Aerodynamisches. Ja, nee. Auch nicht. Haben wir da nichts Schönes? Warum haben wir denn da nichts, was da drauf passt? Ja, das sowieso nicht. Okay, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir Struktur? Wir bauen ja auch ein bisschen fürs Auge. Was baust du fürs? Ja, fürs Auge. Gehen Sie mit der Struktur? Nein. Ja, sieht total toll aus. Können wir eigentlich auch ein bisschen abgerundeter machen, dann sieht die Sache besser aus. So. So, was haltet ihr von diesem unglaublich formschönen Triebwerk, welches ich überhaupt nicht weiß, wie wir es in die Luft bekommen? Das ist also unsere Triebwerksektion, hat gerade mal 3.500 Delta V und das ohne Nutzlast obendrauf. Eigentlich ist das eine erbärmliche Triebwerk. Ich hatte eigentlich im Hinterkopf, dass da mehr Delta V bei rumkommt, aber ja. So, wir gucken nochmal nach. Das zündet zusammen mit. Ah, warte mal, die müssen natürlich alle auf einmal zünden. So, zünden die jetzt alle auf einmal? Ja, können wir die nämlich wegnehmen. Okay, und dann sieht es auch schon ein bisschen besser aus mit dem Delta V. Ne? Dann sind wir auch schon. Nee, jetzt kann er sich mal bitte entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles stimmt, was ich mir hier ausgedacht habe. Bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Und wenn wir da ein bisschen versuchen, die Spritkosten zu. Also 3.000 erscheint mir viel zu wenig. Ob das, ich hätte gesagt, da muss mehr bei rumkommen. Ich versuche noch mal ein bisschen was zu reduzieren. Also Gewicht zu reduzieren. Es müsste ja reichen, wenn wir da jeweils nur ein Atomtriebwerk ranmupfen, dann ist auch wieder weniger Gewicht da. Jetzt ist er auf einmal wieder bei 4,3. Also irgendwas hakert hier. Irgendwas hakert hier. Vor allem, wenn ich das hier reinsetze, sind wir auf einmal wieder bei 3,7. Keine Ahnung, warum er das macht. Naja, wir zünden aber alle. Ich lasse es jetzt mal so. So. Ich behaupte, da kommt mehr bei rum, als ich das hier. Vor allem, weil wir hier Treibstoffdinger drin haben. So. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, erstens um ein paar Struts. Nochmal, haben wir alles? Batterien, Lenkung, RCS, Antenne, ist alles da. Jetzt brauchen wir noch ein paar Struts. Wie gesagt, dem Delta V hier, dem traue ich nicht so ganz. Das ist ein bisschen komisch. Aber pfeift der Hund drauf. Ja, lass gucken. Also, wir gehen dahin. Das Ding muss ja stabil sein. Wenn das nicht stabil ist, dann haben wir ein Problem. So. Und. So. Und damit müsste das so stabil sein wie notwendig. Wollen wir noch Lampen dran machen? Wir bauen mal noch Lampen dran, oder? Das waren die bei Utilities? Leuchte. Was ist denn das? Leuchtmittel. Kuppelleuchte. Ja, sieht auch lustig aus. Wo sind die dran? Ah, okay. Da ist blöd. Da ist auch blöd. Eigentlich ist überall blöd, ne? Wollen wir mal so machen, dann haben wir da so ein bisschen Beleuchtung drin. Und eigentlich würde ich das auch gerne nach unten machen, dass wir auch nach unten ein bisschen Beleuchtung haben.
So. Ja, gut, hier ist die Antenne im Weg. Pfeift der Hund drauf. Und schon sind wir nur noch bei 3000 Delta V. So, jetzt juckeln wir das Ding erstmal nach oben. Warum? Nee, alles gut. Jetzt juckeln wir das Ding erstmal nach oben. Und zwar. Ja, lass mal gucken. Wo bauen wir jetzt, das ist jetzt die wichtige Frage, wo bauen wir jetzt die Triebwerke dran? Ne? Obwohl, ich weiß ja wo. Haha. Wir haben ja, eine gute Sache ist das ja, dass wir jetzt nur, dass wir diese Dinger jetzt da dran mupfen können. Sieht total plausibel aus. Sieht total plausibel aus. So, kommen wir nach oben hier ein Stück. Ja, noch ein Stück. Ich will eigentlich gar nicht viel damit rumspielen. Gott, das wird wieder so ein Ding. Das darfst du eigentlich gar keinem erzählen, was du hier baust, mein Freund. Das ist eigentlich komplett verboten. Ah! Das ist eigentlich komplett verboten. So. Das darfst du nicht machen. Was du jetzt vorhast, darfst du nicht machen. Mach das nicht. Mach das nicht. Eigentlich ist es. Es ist eigentlich komplett verboten, was du jetzt vorhast hier. So, jetzt hat er da unten drunter noch Pudel-Engines drunter geknallt, was absolut bekloppt ist. Aber ich mach's mal. So, die Pudel-Engines zünden, dann. Sprengen die ab, dann zünden die ganzen anderen Triebwerke. Ja, das sind acht. Sind das acht? Ja. Und zwar lass mal kurz gucken. Die packen wir hier rein. Können wir das nämlich rausnehmen. So. So. Die Pudel-Engine, die haben nämlich auch nochmal ihr drei. Hier angeblich haben die 3000 und die haben. Nee, also irgendwas stimmt mit dem Delta V nicht. Ich gehe jetzt einfach mal mit Pi mal Daumen. Ja. Und jetzt. Nein, nein, was hat er vor? Jetzt? Das macht er nicht. Nein, nein, das macht er nicht. Oh Gott. Gute Güte. jetzt? La 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 la. Jetzt? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mengsel. So, ich weiß, dass die beim. Um Gottes Willen. Dass die nicht genug Wumms haben, ist mir komplett klar. Aber. Ne, da gibt es eigentlich gar kein Aber. Das ist. So. Ist das jetzt gut so? Ja, ne? Tup, tup, jo. So. Die Kiste sieht gut aus. Und jetzt schaffen diese Mainzel das ja im Leben nicht, die Kiste hochzuwupsen, wie man hier sieht, ja? Im Leben nicht. Deswegen kommen da noch ein paar mehr Mainsails ran. Juhu! Das sieht nur so schlimm aus, weil ich keine großen Tanks habe. Hört auf zu heulen. Sieht nur so schlimm aus, weil ich keine großen Tanks habe. So. Und so. Ja. Das sieht plausibel aus, würde ich sagen. Absolut. Gibt's nichts dran zu rütteln? Da gibt es überhaupt nichts dran zu nörgeln. Ich muss ja irgendwie die Machbarkeitsstudie. Ich hab's gleich. Ja, jawohl. So, la 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 da 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 da. Und schon sind wir bei 1,5. Guck mal, geht doch. So. Wir brauchen aber noch mehr Bums, ne?
brauchen noch viel mehr Bums. So, jetzt sind wir bei 0,6. Geht schon nicht mehr so gut. Aber, ja, ist ja nicht so, dass wir... Warte mal, wenn wir die runter haben... Ja, das ist... Bin mir nicht sicher, was er da anzeigt. Bin mir nicht sicher, was er da... Warte mal, ich das hier... Wenn ich reinpacke, sieht es dann besser aus. Warte mal, wir müssen ja zusammenzünden. So ist ja nicht. So, zack. Fupp. So, schon besser, ne? So, so, so und nicht anders. So, das gucken. Die zünden zusammen, dann fliegen irgendwann die ab und die fliegen eigentlich auch ab zusammen. Das können wir nämlich rausnehmen. Zack, so. Ich dachte, zack, so. Jetzt sind wir schon bei 9000. Das ist ja schon mal gut. Und, ne, das stimmt ja schon mal gar nicht. So. Jetzt müsste die Sache, alle zünden zusammen, dann fliegen die ab. Und jetzt müsste auch das, ja, 1,9, sehr schön. So, jetzt können wir da noch ein bisschen mehr dazu juppeln. Ich gucke einfach gar nicht hin. Wie sieht's jetzt aus? Na? 1,4, alles blendend. Alles blendend. So. Das sieht mir absolut rekordverdächtig aus, liebe Freunde. Jetzt kommt das Staging, worum ich mir ein wenig Sorgen mache. Aber Sorgen gehören ja... Sorgen sind ja mein zweiter Vorname. Und hier... Fleck, was machst du da? Das verrate ich euch noch nicht. So, jetzt da oben drauf. Wo sind die Dinger? Die da und die da.